Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Ja, wir sind hier im Nordflügel fertig und gehen jetzt, verlassen diesen Nordflügel und schauen die anderen Flügel an. Beziehungsweise, wir gehen erstmal hier rein wieder. Schauen hier nach. Genau, hier gab es nämlich keine Perle. Doch, da oben gibt es noch eine Perle, aber ich glaube, da kommen wir nur über das Ding hier rein. Und da müssen wir wahrscheinlich auch ein Foto machen. Das war nur eine, gell? Ja. Und hier haben wir 5 auf dieser Etage. Auf der Etage und auf der Etage sind auch noch welche. Okay. Dann schauen wir mal, fahren wir mal da rum und schauen mal, ob wir da das eine Tier da finden. Hola. Hier können wir wieder runter, genau. Ah, da ist wieder so ein Wachdingsbums. Okay, da können wir nicht irgendwie oben bleiben. Naja, gut. Aber hier müsste es doch gewesen sein. Das war irgendwo da drin eher. Okay, müssen wir da vielleicht dafür reinfahren? Oh, da geht's irgendwo raus. Ja, okay. Nun gut, dann nehmen wir doch mal diese Kisten und machen hier mal klar Schiff. So, der erste ist weg. Weiter. Ist hier auch weg. Und wir fahren hier rein mal. Wobei, da geht's auch rein für das eine Foto, oder? Wobei, hier durchzukommen ist relativ schwierig, glaube ich. Das heißt, ich glaube, die kann man sogar kaputt machen. Kann das sein? Ja, das scheint zu gehen. Dann machen wir das doch mal einfach mal. Okay, sehr gut, dass ich es mal probiert habe. Oh, aber die kommen wieder, oder? Ja, die kommen wieder. Das heißt, wir sollten uns relativ schnell unseren Weg bahnen. So. Okay, jetzt sind wir hier an... Jetzt sind wir hier. Gut. Jetzt sind wir hier drinnen. Da gibt es wahrscheinlich das zweite Beweisfoto, oder? Und das dritte gibt es dann wahrscheinlich da drüben. Wobei allerdings... Ja, irgendwie ist es seltsam. Also ganz grob richtig kapiert habe ich es immer noch nicht. Brauchen wir da was davon? Nee, das lassen wir jetzt, glaube ich, mal und gehen hier lieber mal hier rein. Ostflügel ist das hier. Ah ja, jetzt sind wir also hier. Verstehe. Hier geht's also hier rein. Dann geht's da hoch. Okay. Da oben ist noch ein Tier drin. Die Frage ist, das eine Tier, warum haben wir das nicht da gesehen gehabt? Hm.
Und da hinten müssen wir auch noch irgendwie reinkommen. Weil da ist auch noch irgendwie ein Tier und alles Mögliche. Naja, gut. Sehr, sehr seltsam das Ganze. Also so richtig kapiert habe ich es wie gesagt noch nicht. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Jetzt bleiben wir auch mal im Ostflügel. Können wir den schnell erledigen, bevor er irgendwie Alarm schlägt oder sonst irgendwas? Ja, ich glaube schon. Der kommt allerdings wieder. Das heißt, es da reinzugehen wäre vielleicht ein bisschen blöd. Okay. Ah ja, das ist so ein Ding, wo er dann kommt. Aber das Zeug ist noch an. Das heißt, da kommen wir noch nicht dran vorbei hier. Okay, vielleicht von der anderen Seite dann. Okay, das war das hier. Da kommen wir also nicht dran vorbei. Das ist das, das ist das. Da kommen wir nicht rein. Was ist hiermit? Moment. Ah. Müssen wir vielleicht. Ich erkenne den Sektor dort drüben. Wir gehen parallel zueinander vor. Vorsicht. Alles klar, wir müssen ja wieder alleine durchgehen. So. Das ist also dieses kleine Gitter hier. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als hier lang zu gehen, glaube ich. Gut, schauen wir nochmal. Dann kommt da ein relativ großer Raum. In diesen geht es dann da entweder da hoch oder da weiter. Entweder in diesen Raum rein. Wenn wir hier nördlich. Okay. Oder dann hier lang und da. Ja, okay, ich glaube, ich habe es. Beziehungsweise. Hier gab es auch noch irgendwo Perlen, oder? Ja, da im Norden gab es eine und Tiere gab es da oben. Alles klar. Ja, da drüben ist einer und da müssen wir hin. Okay. Alarm! Alarm! Okay, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Aber gut. Nicht so, wie ich es wollte, aber es hat geklappt. So. Wir waren ein wenig unvorsichtig, hat aber nichts gemacht. Wo sind wir jetzt? Halt hier. Da ist da, wo es auch noch nach oben geht. Da kommen wir noch nirgends vorbei. Ja, vielleicht müssen wir sogar nach oben gehen. Oh, was haben wir da? Ist das noch ein weiteres PS1? Nee, das ist ein Boost. Schade. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen nach oben, wie es aussieht. Da ist so ein Teil, da darf man nicht erwischt werden. Und dann sind wir hier direkt über diesen Raum. Und da müssen wir wohl wieder runtergehen. Und da sind viele, viele Gegner. Und da kommen wir nicht. Ich habe gehört, dass sie auf eine Ladung mit Behältern warten. Wir sind auf der richtigen Spur. Okay, da ist Double H. Sehr schön, aber wir kommen da nicht runter. Wir müssen wohl uns hier irgendwie vorbeischleichen.
Dreht er sich nicht um? Doch, er dreht sich um. So. Ich sehe jetzt so gut wie gar nichts. Nichts. Natürlich nichts. Was hast du denn erwartet? Okay, mal hierher. Hierher. Gut. Perfekt. Dann schauen wir mal, ob wir an denen noch vorbeikommen. Vorzugsweise jetzt zum Beispiel. Ah, scheiße. Ich habe ihn aus Versehen berührt. Und, Entschuldigung, wollte ich natürlich nicht sagen. Okay, das Ganze nochmal von vorne. Ein bisschen zu viel gerückt und das war's. So, jetzt reden wir erstmal nochmal kurz mit ihm. Ich habe gehört, dass Sie auf eine Ladung mit Behältern waren. Wir sind auf der richtigen Spur. Drei perfekte Beobachtungspunkte. Ja, wir haben einen ja schon gehabt. Gut, dann... Soweit ist es eigentlich gar kein Problem gewesen. So, du willst dich umdrehen. Perfekt. Hoppala. Dann hierher. Jetzt sollten wir stehen bleiben. Jetzt geht's hier weiter. Ich hoffe, jetzt sind wir gut genug, um da durchzukommen. Ja, soweit ist das kein Problem. Jetzt muss ich da nur irgendwie vorbeikommen, ohne den zu berühren. So, der kommt. Jetzt wäre eine gute Stelle. Haha, hat geklappt. So, sehr schön. Jetzt schauen wir uns erstmal kurz um. Okay, das war genau in diesem Raum, wo es hoch und hoch geht. Und wo ist das hier? Das ist der kleine Raum hier, gell? Aber das ist, da geht's runter. Wo geht's denn dann dahin? Probieren wir mal das ganz kurz. Ach, da war eine Sicherung. Ah, perfekt. Die nehmen wir doch mal mit. Da treten wir mal dagegen. Oh. Kein Saft. Kommen wir dann auch irgendwie wieder hoch? Toll. Gut gemacht. Eine kleine Idee. Wenn wir jetzt einfach... Ach, da lässt sie sich nicht fallen.
Okay, das ist blöd. Ah, kann ich... Moment, 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 ich habe eine Idee. Den kann man doch bestimmt bewegen, oder? Ja, klasse. So kommen wir auf jeden Fall hoch, auch wenn kein Saft mehr da ist. Ich habe gedacht, wir müssen den Dinger vielleicht abschalten, wenn er so auf der Hälfte von der Höhe ist. Aber so geht natürlich noch besser. So, und damit haben wir eine Sicherung. Das, hoppla, das wollte ich jetzt nicht. Das ist, wir wollen eigentlich hoch. Perfekt. Jetzt ist nur die Frage, wohin genau gehen wir jetzt? Da kommen wir dahin und da kommen wir dahin. Sehr gute Frage. Ich meine, das führt trotzdem zu einem Weg wieder. Da oben ist auch noch das Dings. Schauen wir uns erstmal hier an. So. Es ist natürlich wieder gesichert mit einem Dings. Um da hochzukommen. Und wenn wir hier weitergehen. Da muss eine Sicherung hin. Okay. Dann sind wir hier. Wenn ich da eine Sicherung reinmache, dann kann ich das hier ausschalten, oder? Ah ja, da kann ich da einfach so unten durchklettern. Ja, dann probieren wir mal den anderen Weg noch aus, hätte ich gesagt. Da kann man ja auch speichern. Vielleicht ist da ja irgendwas anderes noch, was wir finden können. Ah ja. Das sind auf jeden Fall Gegner. Der Weg ist also ein wenig problematischer. Ah, ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht irgendwie anders um. Hopp, dreh dich jetzt schon um. Ich will rüber. Gut. Oh Mann, das wird knapp, das wird knapp. Ah, sehr gut. Ja, das hat sich gelohnt. Hier gibt es nämlich auch noch eine Perle. Und zwar die Nummer 48. Von der Alpha-Abteilung zurückgeholt. Sehr gut. Ich hoffe, das sieht uns hierdurch nicht. Dann nehmen wir nämlich noch den hier mit. Den hier mit. Schauen wir nochmal kurz auf der Karte. Dann waren wir da. Dann müssen wir jetzt noch hier durch. Und dann kommen wir wieder zu der Stelle, wo wir vorhin gewesen sind. Perfekt. Aber erst speichern wir. Das ist der Ostflügel. Alles klar. Sehr schön. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.